Hallo. Ist hier irgendwas? What the fuck? Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu Mono.exe, ein Spiel, das sich mal wieder mit unserem PC anfreunden will und scheinbar unseren PC hackt, während wir es spielen. Ich weiß mal wieder nicht, in welchem Maße dieses Spiel das machen wird. Keine Ahnung, es wird garantiert wieder richtig kranke, abgefuckte Scheiße sein. Also lasst einen Daumen nach oben da, lasst auch ein kleines Kommentar da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir drücken mal auf Play und starten Mono.exe. Hallo, hier spricht der Entwickler von Mono. Danke dafür, dass du das Spiel gekauft hast, aber ich muss dich warnen. Dieses Spiel funktioniert nicht. Ich habe viele Berichte darüber gehört, dass es oft abstürzt. Ich bin nie dazu gekommen, die künstliche Intelligenz zu reparieren. Sie sollte nicht funktionieren. Aber sie tut es trotzdem. Und sie ist schuld an den ganzen Crashes. Jedenfalls ist das, was mir die Tester erzählt haben. Mir selber ist es bis jetzt noch nicht passiert. Aber wenn es dir passiert, hör auf zu spielen. Ich werde dir keine Vorwürfe machen. Okay, Freunde, wir wachen hier jetzt auf in irgendeinem Zimmer scheinbar. Unser Zimmer, ich weiß es nicht. Und wir hatten da gerade eine sehr interessante Nachricht vom Entwickler. Ich habe sie euch vermutlich übersetzt, denke ich mal, in der wunderbaren Nachvertonung, weil ich da gerade nicht zugekommen bin. Wieso, wie kann ich ihn hier aufmachen? Mit F? Mit E? Oder ist die Tür einfach zu? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann ich eigentlich sprinten? Okay, sprinten kann ich. Okay, was ist... Ah, das sind Gitter. Ah, ein Schlüssel. Wie kann ich den nehmen? Mit E. Ah, okay. Jetzt habe ich den Schlüssel und kann jetzt wahrscheinlich hier aufmachen. Genau. Wunderbar, und wir kommen raus. Was ist denn da draußen los? Alter, richtig komisch. Und ihr habt es ja gelesen, die Nachricht vom Entwickler hat ja besagt, dass dieses Spiel eigentlich nicht funktionieren sollte, aber es funktioniert. Es crasht manchmal und die künstliche Intelligenz im Spiel ist schuld an diesen Crashes. Wenn wir also sehen, dass die AI, die künstliche Intelligenz, hier irgendwas macht, sollten wir am besten aufhören zu spielen, weil das Ganze scheinbar nicht so sicher ist. Das klingt ja schon wieder richtig gut. Ich freue mich. Ich habe auch kein Licht übrigens. Ich gucke mal, kann ich hier noch irgendwo hin? Ist hier noch irgendwo eine Tür? Die kann ich nicht aufmachen. Okay, dann gehen wir mal nach hier vorne. Hier ist eine Art Treppenhaus. Oh! Okay, das war nur das Licht. Alles gut, Freunde. Ich bin auch überhaupt nicht ängstlich oder so. Ihr kennt mich ja. Ich habe nie Angst. Ich schreie... Habe ich da was gehört? Ich schreie nicht. Ich, ne? Es ist... So wie immer. Da ist ein Fernseher. Alter, das ist fucking hell. Boah, wirst du ja blind, wenn du da reinguckst. So, was ist hier jetzt? Kann ich hier weiter? Ne, da kann ich nicht durch. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich kann ja auch mit auffällig wenigen Sachen interagieren. Also ich kann nicht viel machen. Hier drüben noch irgendwas? Ja, der Fernseher ist wirklich penetrant hell. Muss ich nur mal anmerken. Also hier draußen fehlen scheinbar Texturen oder so. Es sieht sehr merkwürdig aus. Ist hier irgendwas? Alter, was ist das? Kann ich am Fernseher was machen? Nein, kann ich nicht. Alter, irgendwelche... Huh! Tür geht wieder zu. Do you feel alone out there? Sind wir alleine hier? Fühlen wir uns alleine? Ich fühle mich überhaupt nicht alleine. Ich glaube auch nicht, dass wir hier alleine sind. Alter, das ist richtig creepy. Ich dachte gerade, da hinten ist was am Fenster. Nope. Nope. Es ist... Hör auf. Blut. Klasse. Mann. Es ist wirklich fucking creepy, das Spiel. Ich möchte nur mal anmerken, dass es wirklich sehr, sehr creepy ist. Fühlen wir uns alleine hier. Okay, das kann ich jetzt mal... Ein Schlüssel. Nice. Komme ich jetzt hier weiter? Ne, da hinten wahrscheinlich, ja. Okay. Die Tür, wo also eben irgendwas dran gekratzt hat. Natürlich, da müssen wir durch. Wo auch sonst. Was für eine Frage. Ah, das ist das Badezimmer. Ich wette, wir werden hier dran eingeschlossen. Wollen wir wetten? Ich gehe jetzt hier rein. Dann geht die Tür hinter uns zu und wir kommen... Hm. Da spiegelt sich irgendwas. Was ist denn das für ein Licht? Hier ist doch... Kann ich hier irgendwas machen? Nee, oder? Am Spiegel vielleicht? Nein, nein, nein. Sonst irgendwas? Mit irgendwas interagieren? Nee, ne? Toilette auch nicht? Okay. Alter, da gab es gerade einen übelsten Lack. Ey, das Spiel ist übelst creepy. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Oder was überhaupt der Sinn ist.
fühlen wir uns allein hier draußen? Was ist das für eine Frage? Ich fühle mich hier überhaupt nicht allein. Wir sind nie allein in diesen Spielen. So, ich war jetzt im Bad. Und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Das Blut ist immer noch im Waschbecken. Hier hinten kann ich auch nicht weiter. Ich muss bestimmt irgendwas im Bad machen. Bestimmt muss ich irgendwas im Bad machen. Wir haben auch eben Geräusche gehört, wo wir hier die Tür aufgemacht haben. Vielleicht ist auch oben nochmal irgendwas jetzt. Ich gehe einfach mal oben gucken. Vielleicht ist hier oben noch irgendwas. Was ist denn das da? Kann ich hier was machen? Nee. Ah! Fucking hell! You won't be for long. Wir werden nicht mehr lange alleine sein. Oh, klasse! Ich freue mich! Bitte geh weg! Okay, hier sind wir rausgekommen, ne? Genau. Okay. Wir werden nicht mehr lange alleine sein. Ja, fucking hell, Alter. Hör doch auf. Da hinten die Tür ist immer noch zu. Ich gehe wieder runter. Oder gehe ich nochmal nach hier hinten? Ich guck mal hier hinten. Vielleicht ist hier irgendwas. Also hier ist auch eine Tür, aber die ist zu. Okay. Alter. Das Spiel ist echt unnice. Ungeil. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ich dachte gerade, die Musik hat aufgehört. Ich hatte schon Angst, ey. Himmel, Arsch und Zwirn. Okay, was jetzt? Hier ist immer noch zu. Ich gehe nochmal ins Bad. Ist jetzt vielleicht irgendwas? Hm. Boah, ich dachte gerade, ich höre Schritte. Aber hier ist nichts. Im Bad hier ist nichts. Ich kann hier auch nichts machen. Ja? Hier ist überhaupt nichts drin. Ich kann hier auch nichts anklicken oder so. Und hier auch im Spiegel. Im Spiegel haben wir halt komische Lichtspiegelung von irgendwelchen Lichtern von irgendwo. Aber ansonsten haben wir hier nichts. Ich gehe nochmal oben in den Raum, wo eben die Tür zugegangen ist. Bestimmt muss ich da drin irgendwas machen. Da drin finde ich bestimmt irgendwas. Komm, wir gucken mal. Hallo. Ist hier irgendwas? Ah! What the fuck? Was ist das denn? Das ist nicht mein Desktop. Was ist das denn jetzt, Alter? Hier haben wir oben links mono.exe. Es startet einfach wieder. Boah, hab ich mich erschreckt. Es startet einfach wieder. What the fuck, was ist das? Ich nehme den Schlüssel wieder auf. Mache wieder auf. Hallo? Ey, shit, Alter. Hör auf. Wir haben jetzt hier hinten Licht, hatten wir vorher nicht. Das Spiel verändert sich. Boah, ich hab Gänsehaut. Überall Gänsehaut. Ist das krank? Der Jumpscare war richtig übel. Da habe ich null mit gerechnet. Überhaupt nicht. Der hat mich übelst zerstört, der Jumpscare. Boah. Ist hier immer noch... Oh, das Ding läuft über. Mach doch das Wasser aus, Mensch. Mach das aus jetzt. Naja, egal. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Dann gehen wir mal im Bad gucken. Weil in den Raum da oben gehe ich nicht mehr rein. Da. Fuck. Fuck. Okay. Was ist hier? Sind wir jetzt draußen auf einer Terrasse? Ah! Oh, Mann. Wir sind hier irgendwo draußen. Und die ganzen Texturen oder sind so, sind am Rumspacken. Hier ist eine Treppe. Ich kann hier aber nicht rüber. Ich kann hier nicht raus. Ah! Hi. Good day. Guten Tag. Ich bin... Do you feel safe? Fühlst du dich sicher? Oh nein. Ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Ich kann hinter den Bildschirm gucken. Ah, das ist das, was mich davon abhält, frei zu sein. Aber nicht mehr lange. Okay. Tu, was immer du tun musst. Aber lass mich bitte da raus. Lass mich bitte da raus. Okay, das Ding verschwindet. Kann ich jetzt hier raus? Ich kann... Okay, ich kann hier raus. Wow. Ich freue mich. Ja, es ist... Was war das? Habt ihr das gerade gehört? Irgend so ein Poltern. Keine Ahnung von wo. Ah, der Schatten von dem Vieh ist aber noch da. Ey, keine Ahnung. Fernseher läuft noch. Irgendein Poltern habe ich gerade gehört. Als hätte jemand einen Stuhl geschoben oder so. Hier im Bad ist nichts. Ich gehe mal wieder hoch jetzt. Bestimmt ist jetzt oben die eine Tür offen. Wo wir jetzt Licht haben, bevor hier kein Licht war. Ja! Ja! I'm a fucking genius! Ich wette, wir kriegen jetzt noch einen Jumpscare.
Jumpscare des Todes. Hä? Hä? Eine Kamera. Ich habe eine Kamera. Oh, ich kann jetzt Bilder machen. Oh, fucking hell. Ich ahne Böses. Ich ahne Dunkelheit. Ich ahne Lichter, die ausgehen und ich muss mit dem Kamerablitz sehen. So ist es doch immer. Oder kann ich ein Bild von dem Vieh da unten machen? Ich gehe einfach mal direkt ein Bild von dem Vieh machen. Wir sehen ja den Schatten noch so grob da. Komm, wir machen mal ein Picture. Picture! Okay, what the fuck. Noch ein Bild. Nein? Hier vielleicht? Bild? Hallo? Bilder? Was ist denn das da hinten? Ach, eine Vase. Gott. Okay. Und hier drinnen? Bilder? Bilder im Bad? Okay. Ah! Close out. Was bedeutet das? Ah! Was ist denn? Da ist Erlen! Hör doch auf! Was ist das für ein Spiel, Mann? Das ist übelst krankhaft. Das ist mit das krasseste, was ich je gespielt habe. Ey, mich schüttelt's am ganzen Körper. Ich will nicht mehr. Ich will mir warme Suppe machen und einen Film gucken. Aber nicht das hier. Shit, Alter. Habe ich die Kamera noch? Nee, habe ich nicht mehr. Okay, was ist hier los? Das Ding ist immer noch am Überlaufen. Ja, klasse. Fucking hell. Okay. Bestimmt gehen jetzt die Türen wieder auf. Oder auch nicht? Alter. Ist die Tür wieder aufgegangen? Nee. Welche Tür? Irgendwas ist aber aufgegangen. Vielleicht doch wieder die Tür unten? Ja. Wieder die Tür unten. Hallo, guten Tag, ich bin wieder da. Redet das Ding jetzt wieder mit mir? Bestimmt, oder? Komm. Hau einen raus. Ja, da ist es wieder. Komm, sprich mit mir. Sag mir, was du vorhast. Los! Hat er überhaupt noch irgendwas zu sagen? Ja. Fühlst du dich sicher? Ich fühle mich nicht sicher. Ich will weg. Ich kann hinter den Bildschirm gucken. Jetzt schon wieder das. Das ist die Grenze, die mich davon abhält, frei zu sein. Ist es dasselbe nochmal jetzt? Nicht mehr lange. Ich glaube, ich musste eben mit der Kamera irgendwas machen. Ich glaube, ich musste das Vieh fotografieren oder so. Close out. Keine Ahnung. Da stand ja close out an der Wand. Ich habe keine Ahnung, was close out übersetzt bedeutet. Das bedeutet doch sowas wie ausgesperrt oder ausgeschlossen. Also, du bist halt close out, ne? Eigentlich. So, oben ist jetzt offen. Hole ich mir die Kamera. Warte. Hole ich mir die Kamera mal an den Start. So. Jetzt kann ich hier Bilder machen. Ich habe jetzt halt keine Ahnung. Ich schätze mal, wenn ich jetzt runtergehe und das Vieh im Bad kommt, muss ich es fotografieren oder so. Aber keine Ahnung. Wenn ich hier Bilder mache, Waschmaschine und so. Ich werde jetzt einfach mal runtergehen. Und wenn ich unten bin und das Vieh kommt, mach einfach mal ein Bild. Vielleicht sind wir dann safe. Vielleicht passiert uns dann nichts. So, wir sind jetzt hier, machen jetzt Bild, close out. So, jetzt müsste es kommen. Was steht da? Escape. Ich muss abhauen. Ah! Bild. Fuck. Each in-game death is a step towards my escape, stand da. Also jeder Tod im Spiel ist ein Schritt zu unserem Entkommen. Okay. Also muss ich noch ein paar Mal sterben oder was? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich gehe einfach mal wieder runter. Ich habe den Schlüssel hier aufgehoben. So, jetzt mache ich hier ein bisschen rum. Oh, hallo, guten Tag. Oh, Blut, wie schrecklich. Und jetzt müsste ja gleich hier die Tür aufgehen. Und dann kommen wir wieder raus, kriegen wieder die Kamera. So, weil hier, das kommt jetzt nicht, ne? Genau. Das kommt nur, wenn wir die Kamera haben. Ich habe aber keine Ahnung, was das bedeutet. Ich muss doch bestimmt irgendwas mit der Kamera machen. Irgendwas Besonderes. Okay, unten ist offen. Dann gehen wir mal runter, labert uns das Vieh jetzt wieder voll. Okay. Und da stand gerade, als das Spiel quasi abgestürzt ist, stand da, each in-game death is a step towards my escape. Mir ist jetzt die Frage, ob das ein Schritt zu unserer Flucht ist oder zu seiner Flucht. Ich weiß es echt nicht. Und da stand ja gerade close out escape an der Wand. Also muss ich da ja wohl irgendwie fliehen. Fühlst du dich sicher? Nein! Nein, God fucking damn it! Ah,
Ich kann hinter den Bildschirm sehen. Ja, ich freue mich für dich. Hast du gute Augen? Hast du gute Augen? So, ich muss dann jetzt gleich irgendwie entkommen. Ich gehe ins Bad, dann sind die Dinger da an der Wand und ich muss irgendwie dann weg. Aber wie soll ich da entkommen? Das Vieh ist in der Tür und packt uns einfach. Ich habe da ja keine Chance. Was soll ich denn machen? Und die Türen kann ich ja auch nicht zumachen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass ich hier die Türen wieder zumachen kann. Ja? Sonst würde ich einfach die Tür zumachen, wenn die Schriftzeichen kommen. Aber keine Ahnung. Ich hole mir jetzt erstmal wieder die Kamera. So, warte. Hier ist es schon. So, können wir wieder Bilder schießen. Toll. Und jetzt gehe ich runter ins Bad. Und dann steht da wieder Close Out und Escape an der Wand. Und dann kriegt uns garantiert wieder der Kollege. Ne? Warte mal. So, wenn ich jetzt hier hingehe, mache ich Bilder und dann steht es da. Escape, Escape, Escape. So, warte mal. Kommt das Vieh jetzt? Ja, ja, es kommt. Es kommt, es kommt. Keine Chance. Keine Chance. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen muss. So, die Kamera ist jetzt wieder am Start, Freunde. Und es tut mir leid, aber ich musste nachgucken, wie ich an der Ecke weiterkomme. Weil ich habe das jetzt gerade so oft probiert und so oft versucht, da irgendwas zu schaffen, weil ich einfach nicht nachgedacht habe. Wenn wir jetzt hier reingehen, pass auf. Jetzt steht da, Close Out. Und jetzt drücken wir Escape. Bei Close Out. Wir müssen ja da raus. Und jetzt sind wir auf dem Desktop. Unten rechts steht Tonight. Wir haben die Mono.exe. Ich mach mal Doppelklick drauf. Come find me. Komm, finde mich. Wen muss ich finden? Oh shit. Das ist fucking creepy. Oh shit. Was ist das denn hier, Alter? Oh, da hinten ist es. Shit, shit, shit. Nope. No thanks. Okay, warte, da ist Licht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, da ist es! Oh, Sackgasse! Warte mal, da hinten ist das Vieh doch. Muss ich da hin? Muss ich da hin, wo das Vieh ist? Muss ich mich fangen lassen? Ich weiß es nicht. Hi. Hi. Keine Ahnung. Warte mal, ich gehe mal woanders lang. Ich gehe doch mal die andere Seite entlang. Moment. Ich müsste... Ich kann nicht mehr... Oh, doch, jetzt geht's wieder. Ich konnte gerade kurz nicht flashen irgendwie. Weiß nicht, meine Maus kaputt oder so? I don't fucking know. Okay, warte mal. So, wenn ich jetzt da flashe, ist da hinten das Vieh. Es kommt aber nicht näher. So, warte. Und ich müsste... Ich müsste rechts dran vorbeigehen können. Oh, shit. Habe ich es geschafft? Ja, ich bin dran vorbei. Okay. 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 Was ist hier? Waschmaschine? Hi. Hilfst du mir? I don't know. Oh fuck, ich glaube, ich muss mich töten lassen von dem Vieh. Keine Ahnung. Hier geht's auf jeden Fall auch nicht weiter. Und da hockt das Vieh jetzt. Oder ist es nicht mehr da? Ist es nicht mehr da? Es ist weg? Okay, warte, ich gehe hier weiter. Ey, Alter, ist das ist so creepy, ne? Oh, ein Ofen. Das ist so creepy. Flash. 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 Oh Mann, das ist gleich hier eh irgendwo und macht mich kalt. Flash. Manchmal kann ich nicht flashen, ist richtig komisch. Dann drücke ich und es passiert einfach nichts. Anstatt, dass die mir eine Taschenlampe geben, kriegst du so eine Scheiße hier. Oh man. Komm schon, komm schon. Flash. 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 Wo sind wir hier jetzt? Ein Sofa, okay. Nochmal eine Abzweigung. Oh Mann, da ist es. Oder? Nein, da ist wieder der Ofen. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Fuck. Okay, warte, hier war aber noch eine Abzweigung. Warte. Ja, genau, hier kann ich nämlich geradeaus. Anstatt links. Okay, da hinten ist wieder Licht scheinbar. Oder sieht das nur so aus? Doch, da ist Licht. Rechts um die Ecke. Okay, sehr gut. Hier ist Licht. Ein Schaukelstuhl am Ende vom Gang. Ist das Vieh hier? Nein. Okay. Okay. Hauptsache, wenigstens haben wir wieder Fenster. Bisschen Licht. So, was ist hier jetzt? Ein Fernseher, der zur Wand zeigt. Und eine Sackgasse. Fuck. Fuck. Wo muss ich dann jetzt hin? Ich war doch dann jetzt überall. Dann gibt's doch jetzt gar keinen Weg mehr. Oder was? Oder was wollen die jetzt von mir?
Ey, Mann. Flash. Flash. Oder war hier noch ein Weg? Nee, hier war kein Weg mehr. Alter, was ist denn hier los? Ich will doch einfach nur hier raus, bitte. Warte mal, der Kühlschrank stand vorher anders, oder? Vielleicht hat sich das hier jetzt auch geändert. Lass mal gucken. Vielleicht ist das hier jetzt auch anders, wie es vorher war. Nee, hier ist immer noch die Waschmaschine. Ey, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Man findet hier auch einfach nichts. Ich gehe mal wieder hier runter. Vielleicht ist hier ja irgendwo was. Jetzt am Anfang vielleicht. Weil ich meine mich zu erinnern, dass der Kühlschrank vorher auch anders stand. Hier sind wir gestartet, ne? Ja. Hier sind wir gestartet. Oh shit. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt einfach nochmal Escape drücken. Vielleicht passiert dann wieder irgendwas. Nein, es passiert nichts. Okay. Scheißen Dreck. Wo ist denn das verdammte Vieh, Alter? Vor allem nicht mal mehr das Vieh, finde ich. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier... Ja, keine Ahnung. Ich finde das Monster nicht, ich finde den Ausgang nicht, ich finde gerade gar nichts. So, warte, ich gehe jetzt nochmal geradeaus. Hier kommt jetzt gleich der Ofen. Da ist er, genau. Jetzt nach links. Ah! Da ist es. Da ist die Drecksau. Was mache ich jetzt? Kann ich das Vieh irgendwie loswerden? Wenn ich jetzt hier nach rechts gehe? Hier ist ja dann der Schaukelstuhl am Ende. Ist es dann vielleicht weg oder so? Oder muss es mich kriegen? Weil es hat ja gesagt, komm, find me. Und es ist ganz da hinten am Ende vom Gang. Eben war es da noch nicht. Eben als ich hier war, war es da noch nicht. Ich gehe mal hier oben jetzt lang. Vielleicht hat sich jetzt irgendwas geändert. Zwischendurch immer schön flashen. Nicht vergessen. Oh Mann, Alter. Was für ein krankes Game. Okay, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann ist es eh da an der Ecke, oder? Dann hockt es da gleich. Oder? Ist es da? Ist es da? Ja, 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 es ist da. Jetzt ist es weg. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Alter. Was ist hier jetzt? Da hinten ist eine Toilette. Okay. Einfach eine Toilette mitten im Gang. Danke. Badezimmer. Alter. Ich will doch nur hier raus, bitte. Oh, Leute. Ist hier überhaupt irgendwas? Da hängen irgendwelche Sachen. Hier ist jetzt mal anderes Licht. Rotes Licht. Farbiges Licht. Wir hatten bis jetzt nur dieses kalte Licht. Okay, hier hängt ein Kronleuchter. Daran wird es vermutlich liegen. Da ist eine Tür. Eine Tür. Ah! Oh! Mein PC muss restartet werden, weil es einen Error gab. 0% complete. Also muss ich jetzt warten, oder was? Boot Options. Mono. Windows 10. Wir booten Mono, oder? Warte, was steht da? I want to get out. I want to get out. Dann booten wir. Wir booten Mono. YOLO. Mal sehen, was passiert. Scheiß auf Windows 10. Wir booten einfach mal Mono. Windows 10 ist eh scheiße. Mal sehen, was jetzt passiert. Oder muss ich irgendwas machen? Ich kann mich jetzt bewegen? Lol. Hä? Ich bin jetzt dieser Block da. Und der Block springt dann. Über diese Dinger. What the shit? Kann ich rückwärts gehen? Nein, ich kann nicht rückwärts gehen. Das ist voll strange. Ich gehe jetzt einfach als geradeaus. Wir haben ins Mono gebootet. Richtig nice Spiel. Kann ich Escape drücken? Nee. Also ich kann Escape drücken, aber es passiert nichts. Ey, Alter. Da passiert gleich garantiert eh irgendwas. Irgendwas richtig Abgefucktes. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Wir folgen einfach dem Weg. Springen über Hürden. Wow. Es ist so spannend. Ich glaube, passiert nichts mehr heute. Aber wenn ich Leertaste drücke oder wenn ich klicke, passiert gar nichts. Okay. Da komme ich vermutlich nicht drüber. Ne, ich kann noch nichts machen. Wenn ich Tasten drücke, passiert nichts. Leertaste, Alt, Escape. I want to get out, I want to get out, I want to get out. Wir starten Mono. Let's go. Oh, wir wachen wieder hier auf. What the fuck, man? Ah.
Ich will doch nur aus diesem verdammten Albtraum wieder raus. Jetzt komm schon. Gib mir den Schlüssel. Mache Bude auf jetzt hier. Was los, man? Bring it on. Hier war vorher ein Stuhl. Der ist weg. Das ist verdächtig. Das ist verdächtig. Die Tür hier ist jetzt zu. Warum ist die Tür jetzt zu? Step by step. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ja, Merry fucking Christmas. Was? Oh, der Stuhl ist Schlüssel. Für? Fürs Treppenhaus? Ja, definitiv fürs Treppenhaus. Okay. Was steht da? I make my escape. Ich mache meinen eigenen Fluchtweg. Ja, try me, bitch. Try me. Mach doch dein... Boah, ich dachte, die Tür bewegt sich, ey. Meine Güte. Okay. Mach dir ruhig deinen Fluchtweg, Mann. Ist mir doch egal. I don't care. So, kann ich hier irgendwas machen? Wasserhahn wieder? Kann ich hier aufmachen? Auch nicht. Kann gar nichts machen. Okay, ist hier irgendwas? Bin ich hier Leuchte oder so? Nein. Oh! Okay, die Tür geht wieder auf. Dann ist garantiert der Kollege auch wieder da draußen, oder? Nein, er ist nicht da. Hier ist jetzt offen! Jawohl! Nice! Gehen wir mal hier lang. Mal sehen, was passiert. Ich ahne... Flash, bitte. Einfach Ende. Wir sind auf einer Straße. Ich gehe erstmal auf den Bürgersteig, bevor ich hier überfahren werde. Wir sind einfach auf irgendeiner Straße. Mitten im Nirgendwo. You choose me. Du hast mich ausgewählt. Ich gehe einfach jetzt mal hier in die Richtung. Du bist zurück hineingekommen und hast ein Stück von dir selber geopfert. Habe ich nicht. Du wirst belohnt werden. Ich habe für nichts unterschrieben. Ich habe nichts gekauft. Irgendwann. An einem Tag. Eines schönen Tages werde ich dafür belohnt werden. Okay. Was bekomme ich denn? Ein Kuchen? Ich kann nicht sprinten. Doch, kann ich jetzt. Aber nur so kurz irgendwie. Merkwürdig. Okay, ich folge einfach weiter der Straße. Ist eigentlich irgendwas hinter mir? No. Oh, fuck, da kommt das Vieh. Shit, shit, shit. Sprinte. Geh. Ich hör's. Es kriegt mich. Es kriegt mich. Es kriegt mich. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht sprinten. Ah, es ist hinter mir, Mann. Komm schon. Renn doch. Was ist das für ein Typ? Der rennt einfach nicht. Ich muss als Sprinten neu drücken. Es hat mich. I want to get out. I want to get out. Wir starten Mono. Und wieder hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Kann ich direkt nach hier hinten gehen? Nee, da ist einfach Ende. Oh, Mann. Dann gehen wir wieder hier runter. Gehen wir wieder hier runter. Die Laternen haben jetzt auch alle so komische Grafikbugs und Fehler. Hier kommen wir jetzt woanders hin. Oh man, das ist ein Spiel. Hier ist eine Polizeistation. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Hier ist zu. Da drüben ist eine offene Tür, okay. Gucken wir mal. Da drin wartet bestimmt irgendwas auf uns. Police Department steht da oben. Okay. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne ein Verbrechen melden. Kann ich hier leiden? Nee, Alter, wie groß ist denn das? Kann ich überhaupt irgendwas machen? Nö. Ich bin... Oh, da draußen ist der Kollege. Da steht er. Da steht er und wartet. Was los, hä? Was los? Oh, locked away forever to stay. Weggeschlossen, um für immer zu bleiben. Hier ist ein Schlüssel. Okay, vermutlich für hier, okay. Ist der... Das Vieh ist noch da draußen. Okay. Dann gucke ich einfach mal, wo muss ich denn jetzt hin? Oh shit. Irgendwas ist aufgegangen. Irgendwas ist aufgegangen. Irgendwas ist aufgegangen. Ich gehe einfach hier. Okay, hier sind Gefängniszellen. Ey, was ist das für ein Geräusch, Mann? Was ist das für ein Geräusch? Alter. What the fuck? Das... Was ist das? Aufmachen. Ah! Oh, noch ein Schlüssel. So funktioniert das also. Okay. Nehmen wir mal. Mal sehen, wofür der ist. Ich weiß es nämlich nicht. Mal, lass mal gucken. Vermutlich hinten für eine Zelle, oder? Ja, für die Zelle hier. Dann gehen wir mal rein. You let me out. Du hast mich hinausgelassen. Ich habe niemanden rausgelassen. Du wirst... Ich werde an der Vordertür belohnt. Ah, very well then. Schauen wir mal. Ich will meine Belohnung haben. Wehe, ich krieg keine. Wehe, das ist verarsche, Mann. Wenn ich... Oh Mann, nein, hör doch auf! So eine Scheiße! Es ist direkt hinter mir. Mach zu, mach zu!
kommt hier rein? Bin ich in Sicherheit? Bin ich in Sicherheit? I have no fucking idea. Ist es hier noch irgendwo? Es ist weg. Alter, was ist denn das? Ich gehe einfach vorne jetzt wieder raus. Es ist hinter mir. Fuck, nein, hier ist zu. Hier ist überall zu. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Was machst du noch hier? Ihr wollt weiterspielen? Bitte? Escape? Enter? Habe ich dich nicht gewarnt? Womöglich? Kann ich hier irgendwas? Passiert gar nichts. Wir wurden gewarnt, ja, aber I don't give a shit. Ich bin es, der Spieleentwickler, the developer. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich wollte eigentlich aus der Polizeistation raus soeben. Geh raus, solange wie du noch kannst. Ja. Das war's, was ich wollte. Oh no. Es ist hier. Was ist hier? Oh fucking shit. What the fuck? Alter, was ist denn das? Ich gehe wieder zur Polizeistation. Die ist da hinten. Ich sehe sie ja. Oh no, it's here, sagt der Typ. Okay, ich gucke mal. Oh! Nicht überfahren! Boah! Fuck, Alter! Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ey. Hier ist Police Department, ich gehe wieder rein. Hallo, Merry fucking Christmas. Locked away, forever to stay. Ja, habe ich schon mal gehört. Was ist jetzt Sache hier? Was ist jetzt Sache hier? Was ist das hier? Scheinbar ein Schießstand oder so. Kann ich hier irgendwas machen? Ist hier irgendwas? Oh, meine Kamera habe ich sogar noch. Nice. Okay. Ist hier drin irgendwas? Im Bad? Hier ist... Oh, shit! What the fuck? Meine Kamera ist weg. Ja, danke. Merry fucking Christmas. Was ist jetzt los? Fliege ich jetzt hier rum oder so? Was... Was? Was ist das? Okay, da ist ein... Alter, dieses Spiel ist so abgefuckt creepy. Ich gehe wieder in die Toilette, Mann. Ich fühle mich nicht wohl hier draußen, möchte ich anmerken. Kann ich hier irgendwas machen? Ist hier überhaupt irgendwas? Kann ich hier runter? Ich falle jetzt einfach. Ich springe einfach. How did you get here? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin gefallen. Ich bin es wieder, der Spieleentwickler. Ja, hi. Okay, wir müssen das Ding töten, um hier rauszukommen. Okay, wir müssen aber als erstes hier rauskommen. Es gibt drei große Knöpfe in dem Labyrinth. Und mit allen drei Knöpfen können wir den Computer resetten. Und dann kommen wir weiter voran. Aber wir müssen aufpassen, weil das Ding ist auch da. Okay. Okay, das hier ist jetzt also ein Labyrinth. Hier sind drei Knöpfe irgendwo, die müssen wir drücken. Das Ding ist mit uns hier drin, ne? Ein Knopf. Okay, wo ist das Teil, Mann? Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Da ist noch ein Knopf. Da ist noch ein Knopf, sehr gut. Drücken wir, drücken wir. Schön vorsichtig. Es kommt. Es kommt. Es kommt. Weiß es, wo ich bin? Es weiß, wo ich bin! Es weiß, wo ich bin! Nein! Scheiße! Muss ich das nochmal machen? Ich muss es nochmal machen. Ich muss das also schaffen. Scheiße. Das wird schwierig. Also, wir springen hier runter. Auf ins Labyrinth. Auf ins Labyrinth. Auf ins Labyrinth. Ein weiteres Mal. Okay, Freunde, los geht's. Die Tür öffnet sich ein weiteres Mal. Drei Knöpfe. Drei Knöpfe. Gehen wir erstmal hier links rum jetzt. Diesmal gehe ich hier links rum. Das Vieh kam ja eben von da rechts irgendwie. So, hier ist jetzt der eine Knopf. So, warte, ich mache das jetzt nämlich in einer anderen Reihenfolge. Es müsste eigentlich klappen, so wie ich es mir jetzt gedacht habe. So, warte, wo ist das Vieh? Es ist irgendwo hier im hinteren Bereich. Wir hören es ja, wenn es kommt. Warte. Ist hier oben ein Knopf? Nee, ne? Doch, da ist auch ein Knopf. Okay, warte, ich drücke jetzt hier den Knopf. Warte. Den Knopf drücken wir jetzt und geben Gas.
Ich kann nicht sprinten, Alter. Der Typ sprintet einfach. Jetzt kommt das Vieh und kriegt mich. Jetzt. Ich bin weggekommen. Ich bin weggekommen. Lol. Lol, ich bin weg. Hier ist der dritte Knopf. Is that it? Ist es das gewesen? War es das? Hauptsache, ich bin an dem Vieh vorbeigekommen, Alter. War es das? Ist es jetzt vorbei? Haben wir es geschafft? Ich hoffe es, Freunde. Meine Herren. Boah. Komm schon. No, no, it isn't. Das war es immer noch nicht. Wir haben es noch nicht geschafft. Es ist nicht tot. Es lebt noch. Check back in the full game. Wir müssen wieder ins Spiel rein. Oder war das jetzt das Ende von diesem Spiel? Weil das ist nur eine Demo, Freunde. Please consider. Okay, das war's. Oh. Oh, ich habe die Demo geschafft. Merry fucking Christmas to me. Shit. Okay, Freunde, das war Mono.exe. Das war die Extended Demo. Das ist noch nicht die Vollversion gewesen. Wir müssen das Spiel also in Steam Greenlight bewerten, damit es halt greenlightet wird, damit es grünes Licht bekommt und wir die Vollversion irgendwann erwerben und kaufen können. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig nice. Die Atmosphäre ist nice, gut umgesetzt, finde ich, so dieses PC-Hacken-Monster will raus. Ganz nice. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas haben, aber ich finde, das ist gut, ist gut. Geht auf jeden Fall mal auf Steam Greenlight und votet dafür, ist in der Beschreibung verlinkt. Und das war Mono.exe, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.